Hey Leute und willkommen zu einem neuen Best of, und zwar Best of Oktober. Es ist gar nicht so lange her, dass das letzte Best of online gekommen ist, da hat sich ja einiges verspätet. Dieses Mal top pünktlich und vor allem für die Mitglieder auf dem Kanal. 3 Tage vorab erhältlich, also falls ihr noch keine Mitgliedschaft auf meinem Kanal abgeschlossen habt, nur 1,99 und ihr könnt schon ein paar Vorteile genießen. Überlegt es euch nochmal, da kriegt ihr auch so einen krassen Merch hier, auf den gibt's Rabatte, bla bla bliblub bliblub bla bliblub. Alles klar. Ich muss tatsächlich zugeben, dass in diesem Monat nicht ganz so viele Videos gekommen sind. Das Best of ist aber auf jeden Fall sehenswert. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß dabei. Und falls ihr natürlich weitere Tipps für den lieben Nick habt, in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, starten wir. Let's go. Nein, gibt's nicht. Aber wir sind jetzt hier an der Altwürsterei. Das denkt man sich einfach so. Auch wenn's, boah, ich war schon mal im Stadion an der alten Försterei. Ekelhaft, ne? Absolut. Nein. Doch, wirklich. Ich habe nichts gegen Union Berlin. Wirklich. Ich schon. Da stand ich so raus. Oh. Wieso jetzt das passt raus? Denn... Doch, was machst du? Attacke! Hä, wieso schneidest du das raus? Ich habe wirklich was gegen die. Ja, was geht das die Leute denn an? Wir spielen Euroleague. Euroleague. Ja, Euroleague. Ja, gleich aber. Ja. Renn nicht weg. Was ist das, Alter? Wir haben noch nie ein Tor dadurch kassiert. Ja, wenn, dann schneide ich das so rein, dann bist du nur so dran. Gute. Oh, guck mal, wo ich da stehe. Ja, passt doch! Mach ich doch! Hagnock! Oh, nein! Gott. Ja! Ich hab versucht, den Ball noch zu bekommen. Ja, du, ich wollte zu dir flanken. Oh. Ups. Hä, warum? Auf Wiedersehen! Alter! So ein guter Konter! Ich wollte nur den Ball haben! 11. Spielminute! Ja, tschüss! Oh, komm! Yeah! Ach man, das. So hässlich! Du klatscht mit dem anderen ab. Boah, ich habe eine Vorlage gemacht. Zählt's? Ja, es zählt als Vorlage, glaube ich. Wie? Yes, ich habe gesagt, dieses Spiel wird dein Spiel. Leider. Und da ist das erste Tor. Krass. Da ist das erste Tor. Richtig geil, freut mich. Mega nice. 1-0 Tor, mir zum ersten Mal gehört. Weiter geht's. Ich weiß übrigens nicht, wie man die Walkouts erkennt und was auch immer. Da gibt's ja hier wieder Taktiken. Ich habe keine Ahnung. Wir gehen auf jeden Fall nicht ins Stadion rein und dann ziehen wir Ruben Diaz oder so ähnlich. Und damit sind wir schon am letzten Pack angelangt. Wie gesagt, sollte ja nur ein kurzes Video werden. Das ist es auch wieder geworden. Wir ziehen den nächsten Spieler. Und wir werden sogar ins Stadion gefahren. Deutschland, ZM, Bayern. Willst du mich verarschen? Goretzka! Es hätte, glaube ich, kein besser kommen können von den Bayern, aber ich hätte auf einen besseren gehofft. Nee, hätte ich nicht, korrekt. Als ob. Ich war innerlich. Als ob! Ich war innerlich enttäuscht! Okay, ich bin nicht enttäuscht. Dieses Pack-Opening ist wieder ganz gut verlaufen. Als ob. What the fuck? Okay, Goretzka ist 40k wert. Und Sissoko. 81er Sissoko. Alter, der ist 60k wert. Warum? Also ich weiß, dass Premier League Spieler einfach mehr wert sind an sich, aber what the fuck? Ja, bockt, würde ich sagen. Dann haben wir doch gar nicht so schlechte Packs gehabt, als ob, what the fuck, Alter, was ist das denn? Geil, oh. Das war letztes Jahr so witzig. Oh, 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 Glück. Was war das denn? Wir hatten das ja schon in der letzten Folge, aber dass ich den so einen Kopfball so gut durchgesetzt in den Torhüter gewonnen habe. Oh ja, oh ja, oh ja. Ja! Yeah! Hab ich's nicht gesagt! Ich will den Bär machen! Komm her! Ich will den Bär machen. Ey! Oh, okay, dann mach den Bär! Ja, komm, mach den Bär! Ja! Auf der Meile läuft die ganze Zeit!
Ja, ich wollte unbedingt Gewehr machen. Jetzt kann meine ich lief einfach die ganze Zeit so, einmal von links nach rechts. Dann kam er wieder aus der anderen Richtung. Du willst dann, halt auch mal in die Kamera. Dann einmal gehen. Hinter der Kamera, dann kam er wieder von der gleich. Das war so geil. Weil also, ich nicht gerade gesagt. 3-0, Alter. Ich hab's gerade gesagt, diesmal jetzt bist du dran. Oh, wir machen die Tore, Leute, das ist das. Wir spielen nicht so krass, also wir haben immer noch ähnlich viele Chancen wie vorher auch, aber wir sind mega gut in der Chancenverwertung und die Chancen sind besser, das muss man schon sagen, also. Aber wenn ich dann da halt bin. Nein, ich dreh mich richtig rip. Ja, Reifen weg. Alter, was ist das für ein Scheißspiel? Gott. Leute, ich weiß es nicht, was das ist. Ich weiß nicht, wie viele Runden das waren. Ich habe nicht drauf geguckt, wie viele ich schon gefahren bin. Aber die bin ich gut gefahren. Also ich fand mich nicht schlecht. Und ich bin auch sicher gefahren. Außer halt hey, jetzt. Oranger Frontflügel merkt man dann doch schon. Außer halt jetzt. Tut mir leid, ich habe Albon dadurch auch gekillt. War nicht meine Absicht. Macht nichts, hat mir zwei Plätze gebracht. Das Ding ist, eigentlich haben wir uns gleichzeitig gekillt, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil wenn Albon nicht in mich reingefahren wäre, dann wäre ich, hätte ich mein Auto wieder unter Kontrolle gekriegt. Aber er ist in mich reingefahren und deswegen sind wir beide gestorben. Also halt raus. Gestorben, oder? Und da ist das 1-0 für Kiel. Was? 2-0 Kiel. 44. Spielminute. Das ist nicht cool. Das ist nicht cool, Mann. 3-0. Bullshit, Mann, Bullshit. Bullshit, es ist, ich wusste es, dass es das 5-0 wird, aber was soll ich denn tun? Ja, da kommt das 6. angerollt, glaube ich. Ja. Jeder Schuss ein Treffer. 6-0 verliert für zu Hause gegen Kiel. Absolut RIP. Alter. Was soll ich denn jetzt dazu noch sagen? Ich schäme mich schon für diese Folge. Was soll ich dazu noch sagen? Was soll ich hier machen? 6-0, Alter. Wir haben es absolut kassiert. 2 Schüsse. Einen aufs Tor. Zu 16. 11 aufs Tor. Ach du Heilige. 6-0 haben wir verloren. 6-0. What the fuck? Wenn wir dann in die zweite Saison reingehen sollten, dann überlege ich mir natürlich vielleicht zu wechseln. So, jetzt gibt es offensichtlich die erste Chance für die Gastgeber. Den können wir gut halten und dann stehen wir so scheiße auf, Mann. Das ist Kacke. Gott, da kann ich mich so aufregen. Weißt du, ich freue mich auf die Torwartkette, dass ich die wieder aufnehmen kann. Die erste Chance und guck mal, was ich da mache. Also die Parade war richtig gut, fand ich. Da musste ich schon schnell reagieren und das, da ich nicht so der Beste in der Torkette bin, war das schon in Ordnung. Aber dann, dass ich da nach links aufstehe, da habe ich mich, das war so hektisch und ich habe mich verdrückt und fuck, wir liegen 1-0 hinten. Wieso gibt's das überhaupt? Was? Fünf Plätze Gridstrafe! Was hast du gesagt? Ich habe 5 Plätze Gridstrafe bekommen, habe ich gesagt! Das davor meinte ich. Aber das ist natürlich auch unpraktisch. Da wird der eigentlich voll labert. So, bitte überhole mich jetzt nicht nochmal, fahr keine neue Runde, wir schneiden jetzt gleich, einfach fahren an die Box. Was? Warum das denn? Weil ich auf Plus 5 starten würde!
Platz 6. Ja, und wenn die uns alle noch überholen, dann ist es Russell hinter mir. Da bin ich sogar extra nochmal gegen die Wand gefahren, um meinen Freund Flügel kaputt zu machen. Meine Kopfhörer. Ach so, gegen die Wand. Nein. Ich bin aus Versehen gegen die Wand gefahren, hab ich gesagt. Ja, aber das ist okay. Ist okay, ja. Ich hab dich gerade übrigens ultra leise gestellt, weil du einfach mein Ohr gar zerschmettert hast. Das gibt's nicht. Das kann doch nicht sein. Was ist das für eine Folge? Der Stegen patzt. Das kann nicht wahr sein. Das kann nicht sein. Der Stegen patzt. Ich bin dran und er tropft rein. Oh mein Gott. Tja, was soll ich dazu sagen? Und da gibt's die erste Chance. Und wir halten natürlich nicht. Absoluter Fehler wieder. Ich kann heute alles auf meine Kappe nehmen. Das ist echt schrecklich. Das ist echt schrecklich. Das war so schlecht. Also die letzten Tore im letzten Spiel waren ja nicht so miserabel, aber das war so schlecht. Das ist echt unglaublich. Ich bin noch nicht eingespielt, Leute. 2-1. Wiedergutmachung ist auf jeden Fall nicht ganz so geglückt. Eine Wiedergutmachung, das ist ein gutes Stichwort, denn im November wird es einige Videos geben. Ich habe mir schon so im Kopf so einen kleinen Plan überlegt, was alles kommen soll. Und das Ganze werde ich dann dementsprechend hoffentlich umsetzen. Und dann wird das nächste Best-of noch krasser, noch cooler wie dieses hier. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, lasst mal eine Bewertung da. Haut rein, bis zum nächsten Mal und bis dahin. Ciao, ciao.